Am Dienstag lacht die Sonne in der Osthälfte am längsten und erwärmt die Luft auf bis zu 25 Grad. Vor allem Richtung Pommersche Bucht halten sich jedoch noch dichtere Wolken. Von Westen her wird es bei Temperaturen um 20 Grad generell wolkiger, auch dort lugt aber kurz die Sonne hervor. Dabei kann es vor allem von der Pfalz bis zur Ems etwas regnen, meistens bleibt es aber trocken. Am Mittwoch bringt ein Tief vor allem in der Nordhälfte kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Temperaturen unter 20 Grad und ein kräftiger Wind lassen das Ganze dort ziemlich ungemütlich erscheinen. In der Südhälfte bleibt es bei Werten über 20 Grad insgesamt ruhiger und länger trocken. Am größten ist das Regenrisiko dort am Alpenrand. Ab Donnerstag lässt der Wind etwas nach und bei Werten um 20 Grad teilen sich Sonne und Wolken den Himmel. Am Freitag bringt ein neues Tief vor allem in der Nordhälfte dichte Wolken, Wind und einiges an Regen. Am Wochenende kommt dieser voraussichtlich auch im Süden an.